Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir stehen vor einer gewaltigen politischen Herausforderung. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, steigt stetig. Wohl über 800.000, vielleicht 1 Million strömen in diesem Jahr in unser Land, viele Tausend davon auch nach Hamburg. Und es ist nicht zu erwarten, dass sich Krieg und Unterdrückung, Hungersnöte und Perspektivlosigkeit in den Heimatländern dieser Menschen bald verflüchtigen. Wir müssen also auch 2016 und darüber hinaus mit dem Anhalten dieses Zustroms rechnen. Alles andere wäre unrealistisch. Wir meinen, Hamburg ist stark genug, um eine humanitäre Herausforderung dieser Größenordnung zu bewältigen. Dafür muss der Senat aber endlich entschlossen handeln und auch auf Bundes-, wenn nicht sogar auf europäischer Ebene für die richtigen Weichenstellungen sorgen. Wir haben uns als Fraktion sehr intensiv mit den vom Senat vorgelegten Drucksachen beschäftigt, die heute zur Debatte angemeldet sind. Und wir kritisieren nicht in erster Linie, dass der Senat uns vor dem Hintergrund erheblicher Unsicherheiten heute noch nicht detailliert sagen kann, wo und wie genau die zusätzlichen Millionen auszugeben werden. Was uns aber besorgt, das sind das wesentliche Teile der geplanten Gegenfinanzierung, und zwar insbesondere die Absenkung der geplanten Zinsaufwendungen. Das sind 100 Millionen in diesem Jahr und sogar 140 Millionen im nächsten Jahr. Und das sind wahrlich keine Peanuts. Ich möchte dazu in Erinnerung rufen, dass der Zinstitel zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung ja bereits im letzten Jahr um 100 Millionen abgesenkt wurde. Von 131 Millionen auf 830 Millionen Euro. Und in den letzten Haushaltsberatungen wurde der Titel dann noch weiter abgesenkt. Und jetzt senkt der Senat den Zinstitel erneut ab, und zwar auf 629 Euro in 2015. Und das sind ganze 300 Millionen Euro weniger als ursprünglich fürs letzte Jahr geplant. Und damit, und das ist besorgniserregend, liegen die geplanten Zinsausgaben sogar noch 70 Millionen unterhalb der Ausgaben, die 2040 tatsächlich angefallen sind, wie wir dem vorläufigen kameralen Abschluss für das Haushaltsjahr 2014 entnehmen können. Meine Damen und Herren, damit ignoriert der Senat die von ihm selbst thematisierten Risiken steigender Zinsen und handelt grob fahrlässig. Denn selbst wenn die Zinsen nur moderat ansteigen, um 1 oder 2 Prozentpunkte, dann kostet uns das kurzfristig in nur 2 Jahren etwa zwischen 65 und 130 Millionen Euro. Diese Zahlen habe ich mir nicht ausgedacht. Sie stammen aus der Antwort des Senats auf unsere Anfrage aus der letzten Legislaturperiode, welche Auswirkungen die Anhebung des Zinsniveaus auf die Zinsausgaben der Stadt haben. Das ist nachzulesen in der Drucksache 20/14/74. Und daher ist es fahrlässig, die Mehrbedarfe für die zu uns kommenden Flüchtlinge so wesentlich aus diesem Zinstitel zu finanzieren. Meine Damen und Herren, als konstruktive Opposition machen wir Ihnen einen konkreten Alternativvorschlag. Nehmen Sie unsere Anträge aus den letzten Haushaltsberatungen und streichen Sie unsinnige Projekte. Alleine damit lassen sich 448 Millionen Euro einsparen. Wir haben diese Vorschläge in den letzten Haushaltsberatungen gemacht, weil es unser Ziel ist, auch in schwierigen Situationen wie dieser Ausgabensteigerung zu verhindern. Und natürlich begrüßen wir, dass sich der Senat einige unserer Vorschläge nun zu eigen macht. Auch wenn es bedauerlich ist, dass es nur einige wenige sind und dass so viel Zeit verstreichen musste und erst eine Notsituation eintreten musste, bevor der Senat entsprechend handelt. Ich möchte 3 Vorschläge nennen des Senats, die wir für richtig halten, beziehungsweise wo wir sagen, da geht es in die richtige Richtung. Das ist erstens die Umschichtung von 11 Millionen Euro aus dem Busbeschleunigungsprogramm. Allerdings muss man sagen, da gehen unsere Vorschläge natürlich weit darüber hinaus. Mit dem unsinnigen Busbeschleunigungsprogramm hätten ja insgesamt bis zu 260 Millionen Euro eingespart werden können. Und zweitens, richtig finden wir auch die Erhöhung der Ansätze der Erlöse der Justizbehörde. Das hat die FDP bereits mit einem entsprechenden Haushaltsantrag im letzten Jahr deutlich gemacht. Es ist vernünftig, die zusätzlichen 10 Millionen Euro nun so zu verwenden. Und drittens, wir freuen uns, dass der Senat unsere Forderungen aufgenommen hat und die Zuschüsse an die HGV für Beteiligung der Stadt um 24 Millionen jährlich in den Jahren 2015 und 2016 zu verringern und zur Deckung der Flüchtlingskosten verwenden will.
Was wir aber vermissen, das ist die Auseinandersetzung des Senats mit der Frage, wie die längst überfällige Aufgabenkritik und damit der lange angekündigte notwendige Personalabbau in der Kernverwaltung endlich vorankommen sollte. Gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Haushaltssituation ist das aktueller denn je, und die beharrliche Weigerung des Senats, auf diesen Feldern tätig zu werden, die gefährdet die Handlungsfähigkeit der Stadt und die macht uns sehr große Sorgen, meine Damen und Herren. Bei allem Optimismus und auch angesichts der großartigen Hilfsbereitschaft zahlloser Hamburgerinnen und Hamburger ist klar, dass die Unterbringung der vielen Flüchtlinge schon jetzt, aber erst recht in den kalten Wintermonaten eine gigantische Herausforderung sein wird. Schon jetzt stehen oft nur völlig unzureichende Notunterkünfte und Zelte zur Verfügung und nicht selten entsteht da der Eindruck der Überforderung. Die Aufgabe des Senats erschöpft sich daher längst nicht darin, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, die in Hamburg ankommen. Er muss sich auf Bundesebene stark machen, um die Herausforderungen, die wir in Hamburg haben, beherrschbar zu machen. Und Frau Möller, wo sind Sie? Ich habe mich da ein bisschen gewundert, dass Sie da den Zusammenhang nicht verstehen zwischen der Größe der Herausforderungen, die wir hier in Hamburg ganz konkret jeden Tag haben, und den Entscheidungen, die da auf Bundesebene in den Fragen getroffen werden. Und deswegen hier einige unserer zentralen Forderungen an den Senat. Erstens, Asylverfahren müssen beschleunigt werden und der Bund muss die finanzielle Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme übernehmen. Es ist doch so, dass der Bund über das Aufenthaltsrecht entscheidet. Der Bund ist die Behörde und hat die Behörde, die den Stempel auf den Asylantrag macht. Also muss der Bund auch die Kosten für die Unterbringung während dieser Phase übernehmen. Frau Suding, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Möller? Bitte, Frau Möller. Frau Möller, Sie haben das Wort. Frau Suding, ich habe den Zusammenhang verstanden. Ich habe nur die CDU darauf hingewiesen, dass sie Rot-Grün daran nicht erinnern muss hier in Hamburg. Wir arbeiten selber daran. Das war der feine Unterschied. Wenn das so ist, beruhigt mich das sehr, Frau Möller. Kommen wir zurück zu der Forderung, dass der Bund die Kosten für die Unterbringung übernehmen soll. Es ist doch so, dass Innenminister de Maizière sonst keinen Anreiz hätte, die Verfahren zu beschleunigen. Er bezahlt die Unterkünfte nicht, aber er stellt 1.600 Leute beim Zoll ein, um den Mindestlohn in der Bäckerei zu kontrollieren, während beim Asylverfahren die Leute fehlen, um den Antragsstau zu bearbeiten. So geht's nicht. Es geht um die Kontrolle, Herr Dressel. 1.600 Leute, das erzählen Sie mal, ob die da jetzt gerade gut aufgehoben sind. Das Flüchtlingspaket des Bundes, das doch vor 1,5 Wochen, glaube ich, beschlossen wurde, vorletztes Wochenende, und das Hamburg ja Mehreinnahmen von etwa 75 Millionen Euro zuweist, das ist, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die SPD-Ministerpräsidentin aus NRW, Frau Kraft, die hat es ja auch bereits schon lautstark kritisiert, und auch aus dem Senat hören wir da ja sehr verhaltene Töne, wenn nicht sogar kritische Töne. Und zu Recht, muss ich ganz klar sagen. Aber, und da fragen wir uns mal, wer saß denn mit am Tisch, als dieses Paket beschlossen wurde? Raten Sie mal, es war Bürgermeister Scholz. Und da muss ich klar sagen, ich erwarte von ihm als Bürgermeister, dass er sich mit viel mehr Nachdruck für die Interessen Hamburgs einsetzt, auch und gerade in Berlin. Er hat dem Paket zugestimmt. Der zweite Punkt, der Bund muss den Stau von 250.000 Asylanträgen in den Begriff bekommen. Die Asylanträge aus Irak, aus Syrien, aus Eritrea, die werden zu 99,5% positiv beschieden. Aber die Leute warten trotzdem monatelang in den Aufnahmeeinrichtungen, auch hier in Hamburg, bis das endlich auch geschieht. Und deshalb unser Vorschlag, eine pauschale Anerkennung der bisherigen Anträge von Menschen aus diesen Ländern. Nach einer Sicherheits- und Identitätsprüfung muss der Stempel auf den Antrag. Dann können die Leute, von denen viele hochqualifiziert sind, endlich arbeiten. Die warten nur darauf. Und drittens, damit die Zahl der Flüchtlinge nicht weiter so rasant steigt, müssen wir zügig von der ungeordneten zu einer geordneten Zuwanderung kommen. Die Länder des Westbalkans sind als sichere Herkunftsländer einzustufen. Für diese Länder müssen wir die Visapflicht wieder einführen. Der Bürgermeister sieht das ganz genauso wie wir. Und deswegen sage ich, der grüne Anbau in seinem Senat darf diese richtige Erkenntnis nicht blockieren. Wir erwarten vom Senat eine Zustimmung in dieser Frage im Bundesrat.
Und viertens, gleichzeitig müssen wir ein Einwanderungsgesetz schaffen, mit dem sich qualifizierte Menschen um eine Arbeitserlaubnis in Deutschland bewerben können. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Nehmen wir doch die Realität zur Kenntnis. Und bitte Sie nochmal, Herr Bürgermeister, machen Sie auch in dieser Frage endlich Dampf in Berlin. Meine Damen und Herren, als FDP-Fraktion sehen wir die Verantwortung, die die ganze Stadt in dieser außergewöhnlichen Situation trägt, und wir wollen auch unseren Teil dazu tun. Das haben wir immer betont und das gilt auch weiterhin. Unsere Kritik an der Flüchtlingspolitik des Senats habe ich Ihnen erläutert. Wir haben zum einen große Bedenken, was die Solidität der Gegenfinanzierung der erheblichen Mehrbedarfe angeht, und wir haben daher unsere eigenen Vorschläge noch einmal ins Leben gerufen. Und wir fordern vom Senat, insbesondere vom Bürgermeister und gleichzeitig stellvertretenden SPD-Vorsitzenden, deutlich mehr Einsatz für ein Umsteuern der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Wir werden den beiden vorliegenden Drucksachen daher nicht zustimmen können und uns der Stimme enthalten. Die Vorschläge, die uns die CDU in ihrem Zusatzantrag vorgelegt hat, die überzeugen uns nur teilweise. Manches geht in die richtige Richtung, manches aber auch in die falsche. Und wir werden uns daher insgesamt enthalten bei Ihrem Antrag. Dem Zusatzantrag von SPD und Grünen werden wir dagegen zustimmen. Wir erwarten vom Senat volle Transparenz über die Verwendung der Mittel. Übrigens, und das muss man ganz klar sagen, auch über das erste Quartal 2016 hinaus. Ich hoffe, das war kein Missverständnis da in dem Antrag. Da werden wir jedenfalls auch nicht locker lassen. Vielen Dank.